So, hallo und schönen guten Tag zu Abgebaut. Jetzt gehe ich gerade meiner Frau total auf die Nerven, richtig? Ich gehe ja voll auf den Keks. Ich kann ja noch drüben Fernseher anmachen. Noch geht's. Inas. So, Thumbnail-Bild. So, haben wir. Heute Bowl King. Ich habe einen noch nicht aufgebaut, der hier, aber da kommen noch. Das sind nicht alle. Oh, ein Teil vergessen. Hier vorne. Den hier hatten wir schon gebaut. Den hier, der war ja mega stark mit groben Teilen, mit allem drum und dran. Ich hole es nochmal in Erinnerung. Mega starkes Teil. Super Qualität. War super. Große Verpackung, nicht wie gewohnt die kleine, sondern eine große. Ersatzteile, Aufkleber und so weiter. Schöne Anleitung. War prima. War super. Jetzt aber habe ich mich dann vor längerem an dem nächsten versucht. Das war dann dieser hier. Moment, dieser hier, so rum. An dem hier versucht. Oh, viele Aufkleber, viele Sticker. Und jetzt kam das Problem in der ganzen Geschichte. Die Packungen wurden kleiner. Was zu kleinen Nachteilen führt bei vielen Stickern, sage ich jetzt gleich, wie es ist, und bei der Anleitung auch zum Schrumpfen verdient, weil anleitungstechnisch erkennt man, ja, erkennt man, ne? Sind eingegangen. Macht es aber jetzt nicht schlechter oder besser, stört weniger bei der Sache. Nächste Sache ist Sticker. Da, wo der Knick ist, sind auch die Sticker verbogen. Da, wo der Knick ist, sind die Sticker verbogen und. Gerade die langen. Schlecht, löst sich dann, biegt sich hoch. Ganz schlecht. Gucken wir uns jetzt aber an, bevor wir dann zu den nächsten gehen. Ein Ersatzteil. Ein ganzes Ersatzteil. So. Auch hier wieder mega stark hier. Da brauchen wir gar nicht drüber reden oder sonst was. Hier vorne. Hier vorne lösen sich die Sticker. Und sie sind auch einigermaßen gut anzubringen. Ich habe nicht alle angebracht. Manche habe ich zugeschnitten, wo die Werbung drauf war. Das gehört nicht auf das Auto. Das Auto ist ein Kultauto, ein Mega-Auto. Sehr bekanntes Auto. Und da soll, wenn, dann die richtige Werbung drauf oder gar keine. Die habe ich dann weggeschnitten. Allerdings hier kann man sich beschweren und sagen, ich möchte neue Sticker. Die kriegt man mit Sicherheit. War so ein kleiner Schock. Ansonsten hier ganz andere Bautechniken wieder wie hier. Also hier wird immer variiert. Aber da kommen wir jetzt hier dazu. Da kommen ja noch viel, viel mehr. Variiert, schön gebaut und halten preislich ganz locker bei den Speed Champions mit. Ein Speed Champion kostet ja um die 20 Euro. 15, wenn man so günstig kriegt. Ich sage es euch, wie es ist: 11,95 habe ich bezahlt für so einen mit dem Kasten, mit allem drum und dran. Probiert mal eins, den Kasten zu bekommen, dann wisst ihr, was so ein Auto wert ist. Ganz einfache Geschichte. Also, da gibt es keinen Meckern und keinen Mosern. Es ist einfach top günstig für eine mega Qualität. Man hat die Boxen, stauben nicht ein. Stark. So, bevor wir jetzt aber an die zwei Autos hier gehen und die uns angucken und da noch ein bisschen rummeckern, sofern es was zu meckern gibt, bestimmt, zeige ich euch mal, wie das eingepackt ist. Wie das eingepackt ist. Und zwar, hier oben haben wir einen schönen Aufkleber drauf, den machen wir auf. Schön, Kinderschere. Vorbild, ne? Spielen Sie Spielzeug. So, und dann kommen sie alle so eingepackt. So, leer, so eingepackt. Also schön mit Luftpolsterfolie. So, dann haben wir hier ein Stückchen Tesafilm. Das reiße ich immer gerne ab. So, dann klappen wir das so auf. Dann haben wir hier die Anleitung. Der kommt noch. Der kommt noch. Da gehen wir jetzt gleich genauer drauf ein. Und dann haben wir unten den Fuß. Den machen wir auf. Und der sieht auch wieder schön aus. Das ist prima. Ein Fuß gefällt mir nicht. So, dann haben wir hier fünf Baustellen in der Regel. Eins, zwei, drei, vier. Oh, das sind nur vier. Bei manchen anderen waren es jetzt fünf. Bei den anderen waren es fünf. So. Und dann kommt das komplett eingepackte hier, das komplette, was ich mega stark finde. Und dann haben wir hier oben Kratzer drin. Hier oben, ich weiß nicht, ob man sieht, hier oben sind Kratzer drin, aber ansonsten sieht das Ding mega aus. Weil wenn, dann guckt man hier so drauf und das ist perfekt, das ist grandios. Das ist einfach stark. Der wird jetzt demnächst gebaut. Wenn die anderen kommen, ich habe noch ein paar geholt. Und da bauen wir den mit auf, denken wir so ein bisschen auf alte Ware und neue Fahrzeuge. Das sind ja alles so mehr Rennwagen jetzt hat, bis auf das Polizeiauto. Da habe ich mir gedacht, wir machen mehr die Rennautos. So, aber schon mal zu den letzten zwei, was ich richtig cool finde. Wir fangen mit dem an und dann hören wir bei dem anderen auf. Den Aston Martin. So, den habe ich aber komplett gebaut und dann sieht das so aus. Mit Stickern, mit allem drum und dran. Und hier sieht man hier oben noch ein bisschen
beim Angriffspunkt noch so leichte Dinger. Und da haben wir auch ganz leichte Kratzer hier, aber nicht der Rede wert. Ansonsten auch wieder Top-Qualität. So, dann haben wir das Fahrzeug hier drauf. Der Fuß sieht auch mega stabil aus. So, jetzt kommen wir da drauf. Diese Farbunterschiede sieht man jetzt zwischen Aufkleber und Bricks. So ein bisschen Ding. Und da waren auch die Reifen nicht perfekt. Also hier waren die Reifen leicht minimal. Kann man bemängeln, aber für das, wo sie da stehen, ist mir wurstig. Die Bautechnik hier wiederum anders da, wie beim Porsche, wiederum anders da gegenüber dem Polizeiwagen. Also hier ist ein bisschen abwechslungsreicher. In der Regel fängt man hinten an, da baut man vorne und dann oben die Scheibe drauf, fertig. Sticker sind jetzt alle drauf. Hier sind es nicht überladen. Ich finde es ein mega Modell, es macht mega Spaß. Und man hat dann am Schluss auch halt den, Moment, muss ich gucken, dass ich die Variante treffe, genau, den Megapunkt, dass man halt hier das Ganze dann ganz easy stapeln kann. So, jetzt ein bisschen falsch, aber gut, ich glaube, das ist jetzt nicht schlimm. Und schon einmal so was Sache. Verpackungen sind schön gemacht. Das sieht man auch, die Modelle, wo dann in der Variante alle rausgekommen sind. Die haben wir jetzt alle da, wo da abgebildet sind, diese Reihe. Und ich finde es auch zum Sammeln schön, weil man hat es schön, schön gestellt, schön Ding. Das war immer bei den Lego Speed Champions das Problem. Wo stelle ich sie hin, wie stelle ich sie hin? Und da hat man halt eine schöne Variante, das zu machen. Nächste ist die Viper. Natürlich alle nicht im Originalnamen, auch wieder das übliche Gebums, 8 Jahre plus. Schöne Sets, mega cool und alle kosten hier 11,95, alle, wo ich hier zeige. Link zeige ich nicht, warum? Ganz einfache Geschichte, dieser Shop will nicht überlaufen werden. Es ist ein super freundlicher Mann, kann ich gleich mal sagen. Insider kennen und so weiter. So, jetzt ist das Coole. Diese Scheiben sind alle eingepackt. Jetzt seid ihr live dabei, wenn ich mal so eine Scheibe auspacke. Steht schon Molding drauf, schön Bauschritt drauf. So, jetzt gucken wir uns die mal an. Die ist wirklich, wirklich schön. Da könnte sich Blue Bricks wirklich eine Scheibe abschneiden. Kommen wir im nächsten Video dazu. Mit Scheiben mal wieder. Ja, da rufe ich euch was in Erinnerung. Aber diese Scheibe, perfekt, da ist nichts dran. Das ist 1A Qualität und das für den Preis. So. Und natürlich habe ich das noch nicht aufgebaut, auch wieder hier Stickerbogen, also hier kommen sie auch nicht ohne Stickerbogen aus, aber ich ganz ehrlich, die Box kriegt man für rund 6 bis 7 Euro, rund, und dann bleibt nicht mehr viel Geld übrig für das Fahrzeug, dann sind die Stickerbogen echt vertretbar, weil hier kriegt man echt wieder was fürs Geld. Ersatzteile sind überall minimals dabei, so, aber das Modell hat mich ein bisschen, naja, nicht geschockt, auch hier wieder andere Bautechnik vom Innenraum her, wieder von der Motorabdeckung, erinnert es ein bisschen wieder an den Aston Martin von der Motorabdeckung her, also das hier, wie es gebaut ist, aber ansonsten fängt man auch wieder von hinten an vorne, alles cool, man baut hier Motoren ein, egal wo, man baut die Motoren ein, aber das Problem ist, so wirklich reingucken könnt ihr nicht, ist zu ahnen, also der Bauspaß hier ist mega groß und am Schluss schade, dass man es nicht sieht. Muss man ehrlich zugeben. Aber ansonsten einfach stark. Von hinten alles wunderbar. So, wie haben wir die Sticker angebracht? Haben wir so gut angebracht? Naja, ein bisschen schwammig, weil der blau-weiße Streifen hier, wo sich drüber zieht, ist geklebt. Nicht gebaut, ist geklebt. Hätte auch nicht funktioniert. Von der Breite her, da müssten sie breiter sein. Aber ansonsten wieder top, wirklich top Qualität. Glennkraft top. Keine kaputten Teile, nichts. Oh. Was euch jetzt hat nervt. Ui. Was euch jetzt hat nervt. Hallo. Hallo. So. Machen wir es so rum. So. Und da kann man die schön so zusammensetzen. Und sieht das doch top aus, finde ich. Finde ich mega. Finde ich stark. So. Da kommt jetzt noch andere Modelle dazu. Ich finde es die echte Alternative. Ich habe gesagt, Lego wird bei mir nicht mehr so oft vorkommen. Kommt jetzt im vierten Video, jetzt 1, 2, 3, im vierten Jahr. Ninjago machen wir mal ein bisschen. Weil da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen dazu, deswegen auch schon nicht mehr. Ich finde es cool. Es sieht ordentlich aus, es sieht aufgeräumt aus. Wenn man es sich neben irgendwo hinstellt, im Raum oder so, wo sein Lego-Platz ist oder im Keller. Oder ich finde nur das Fahrzeug cool, weil ich jetzt halt, was weiß ich, Motorsport-Fan bin oder wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Varianten. Das sind ja auch Kultautos. Das sind ja keine No-Name-Fahrzeuge. Dann ist das so. Chromteile gibt es bei dem hier unten, beim Ding. Gibt es Chromteile, wie man sieht, unten. Ist mega gemacht.
Also hier werden auch keine Kosten Mühen gescheut, vielleicht Silberteile. Alles dabei. Was will man mehr für Descal? Also ich kann nur das wärmstens empfehlen. Ich finde die Fahrzeuge cool, verschiedene Bauarten, natürlich überall Radkappen, Sell und jenes, wobei jetzt eben auf dem chinesischen Markt auch verschiedene Felgen langsam zum Angebot kommen mit verschiedenen Bremssätteln, mit verschiedenen farbigen Bremsscheiben und so weiter. Finde ich cool. Also langsam wird ja auch mal ein bisschen was für den Autofan in dem kleinen Brickbild gefunden. Finde ich einfach stark. Ich finde es einfach mega. Die sind schnell gebaut, Anführungszeichen, auch hier sind wieder Sticker dabei, liegen meistens drin. Aber hier bei dem Ferrari jetzt, was will man da großartig für Sticker machen? Ich finde den hier ein bisschen übertrieben. Es ist bei manchen ein bisschen übertrieben, dass die Sticker so übertrieben groß sind. Bei anderen sind es ewig, ewig viel kleine wie hier, ewig viel kleiner. Wenn man dann so einen Porsche hat, wo dann ewig viel ist und die dann geknickt sind, das ist natürlich dann richtig, richtig ärgerlich. Aber gut. Es ist ja jedem selbst überlassen. Ich finde, bei dem Geld, bei dem Preis kann man über Sticker nicht meckern. Allgemein über die Qualität kann man nicht meckern. Wer noch mehr Fahrzeuge da reinbauen will, wie die Speed Champions, wo er hat, kann ich die Kästen wärmstens empfehlen. Die gibt es immer wieder jetzt auch im Blue Brick Store. Kaiserslautern haben sie so vorrätig sogar. Also von daher, eine Mega-Sache von Mold King, muss ich sagen. Und da stehe ich echt hinten dran. Und demnächst kommt, darf ich es verraten, der Ecto 1. Der kleine kommt demnächst, aber ohne Rand, und dann kommen noch drei von den normalen Fahrzeugen. Bis dahin habe ich auch eine Ferrari gebaut. Da gucken wir uns die mal in aller Ruhe an. Ich finde immer die Türen schön gebaut. Ich finde die Spiegel allgemein sind immer unterschiedlich gebaut, also nicht gleich. Also es gibt immer wieder was Neues, immer wieder anders da gebaut. Also man baut hier nicht immer dasselbe, und das kann ich echt nur wärmstens empfehlen. In diesem Sinne war es das mal wieder mit meinem üblichen Freitagsvideo. Und am Montag gehen wir an Blue Bricks und dann am Folgefreitag auch auf Blue Bricks. Und ich sag euch, die stehen ja daneben. Der eine, ja, solide. Und der nächste, ja, es gibt vielleicht was zu meckern, aber es gibt auch was Kultiges dazu. Also die Mischung macht's. Und dann kommt Ninjago. In diesem Sinne, bleibt mir gesund.